Ja und? Was mache ich jetzt hier? Wie? Ich soll Essen testen. Habe ich auch noch nie gemacht. Na gut, dann herzlich willkommen zu unserem Essen. Na, schmeckt's? Ja, na, schmeckt's ist das Motto. Und ich habe jetzt hier so ein Müller-Milchreis. Typ Tiramisu hingestellt kriegt. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finden soll, weil eigentlich mag ich gar keinen Kaffee. Und ja, das ist das neue Format von mir mit einem komplett neuen Kanal, der heißt Na Schmeckt's. Habt ihr vielleicht schon gesehen, vielleicht auch nicht. Wundert euch nicht über die komische Aufteilung hier und dass ich von hinten angreife. Das ist der Kameraaufbau. Und auf dem Kanal habe ich mir gedacht, machen wir einfach mal Testvideos über Essen, Trinken, Snacks. Große Snacks, kleine Snacks, Pizza, Milchreis. Wir vergleichen Sachen günstig gegen teuer. Ist das gut, ist das schlecht? Und der Anfang macht hier der Müller Milchreis des Monats. Fairerweise muss ich sagen, ich weiß gar nicht, welcher Monat. Weil das ist jetzt hier schon März abgelaufen oder läuft jetzt März ab. Wenn ihr es seht, ist es abgelaufen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und es ist Typ Tiramisu. Ich meine, das wäre Januar gewesen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollen wir den heute mal testen. Und die Verpackung ist übrigens sehr schön, aber das interessiert, glaube ich, niemand, weil wir wollen ja essen und nicht anschauen. Was vielleicht ganz interessant ist, ist, was hier so drin ist. Und dann schauen wir mal hier. Milchreis mit Zubereitung, Tiramisu-Geschmack. Vollmilch, Buttermilch, Wasser, Reis, Zucker, Schokoladenpulver, Zucker, Kakao. Vollei, Traubenzucker, Schokolade, Kaffeeextrakt, Speisesalz, Verdickungsmittel, Johannes-Brotkernmehl, Guacamole, modifizierte Stärkestabilisator, Carrageen, Aroma, Kakao- und Schokoladenerzeugnisse. Das Ganze hat auf 100 Gramm gesehen 107 Kalorien, 2,5 Gramm Fett und ja, lest selbst, ihr seht es hier. Kostet zwischen 59 und 69 Cent, glaube ich. Wir machen den jetzt einfach mal auf. So. Das Bemerkenswerte ist, ich glaube, wir haben jetzt auf der Inhaltsangabe gar nicht gelesen, dass da wirklich Kaffee drin wäre. Aber in Tiramisu ist noch Kaffee, oder? Sehe ich das irgendwie falsch? Naja, so. Milchreis, ganz klar. Wie Milchreis eben so aussieht. Schauen wir mal hier. Ganz normale Milchreis. Das sieht sehr nach Schoko aus. Ich finde immer, Milchreis lecker sieht anders aus. Wir mischen den jetzt schön. Dann werden wir mal gucken, ob die Ecke des Monats, was, die Ecke des Monats. Ecke des Monats gibt es natürlich auch. Auch von Müller, aber das ist natürlich hier der Milchreis des Monats. Ob der so gut schmeckt, dass ihr ihn hättet essen können oder sollen, wenn er denn. Wenn es ihn noch gäbe, weil ich gehe mal davon aus, den gibt es jetzt nicht mehr. So, wollen wir mal probieren? Achtung. Oh ja. Doch. Schmeckt ziemlich nach Kaffee. Ich finde gar nicht mal so sehr nach Tiramisu. Wir nehmen mal noch einen Löffel. Nur nicht so gierig. Der Löffel sieht schon aus. Mann. Ja, ich finde, es schmeckt mehr nach Kaffee wie nach Tiramisu. Mir fehlt irgendwie was. Leute, mir fehlt was hier in dem guten Stück. Der ist ja wieder sehr lecker. Man kann auch mal vom Finger ablecken. Ja, also wie gesagt, es schmeckt mehr nach Kaffee wie nach Tiramisu, finde ich. Ist jetzt nicht so aufdringlich, dass ich sagen würde, ja, nee, ist mir zu viel Kaffee. Auch ich als Nicht-Kaffeetrinker kann sagen, den kann man durchaus essen. Ist sogar fast ein bisschen läppisch. Also, da könnte irgendwie mehr, könnte mehr Knall drin sein. Ja. Milchreis des Monats. Ein Typ Tiramisu. Ja. Also ich sag mal so. Ich denke, ihr habt nichts verpasst.
Das war sicherlich nicht der beste Milchreis des Monats. Einen noch. Ja. Und ich würde sagen, dann belassen wir das erstmal dabei. Der ist jetzt okay. Lecker. Nö. Eigentlich eher nicht. Bin mal gespannt, was da noch für Milchreis des Monats kommen. Das Interessante ist jetzt, haltet ihr das jetzt für total blemblem, dass ich hier Essen auspacke oder Getränke auspacke, die probiere und euch sage, wie das schmeckt oder wie das nicht schmeckt? Ich weiß es noch nicht. Ja, sagt's mir mal. In dem Sinne, freut euch aufs nächste. Ein paar Videos kommen auf jeden Fall. Ich werde das Projekt eine ganze Weile fortführen, um zu gucken, ob euch das gefällt oder nicht. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal. Jetzt ist eigentlich hier eine Endcard. Und da würdet ihr, lasst mich kurz überlegen, da glaube ich. Es könnte aber auch da sein, ich weiß es nicht. Noch andere Videos sehen. Da es aber noch keine anderen Videos gibt zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier mache, seht ihr da kein anderes Video. Also da, beziehungsweise da, seht ihr kein anderes Video. Ja, aber das nächste Mal seht ihr dann dieses Video. Wunder der Technik. Gut, dann jetzt aber wirklich, lasst es euch schmecken. Es schmeckt so lala. Bis zum nächsten Mal. Ciao.